Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur vermutlich letzten Hauptfolge dieses Projektes. Neben der einen Bonusfolge, in der wir uns noch die ganzen Texte hier angucken wollen, stehen nur noch zwei Hindernisse bevor. Die Günther-Sicherheitskopien, um die letzte Stabilität des Universums zu gewährleisten. Und hier hinten der Secret Boss, der wohl der schwerste Kampf im gesamten Spiel ist. So schwer, dass Fragezeichen-Man ihn selber nicht gewonnen hat. Dann bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt. Die Günther-Kopien habe ich ja schon einmal gegen verloren, aber ich bin sehr optimistisch, weil da war ich ja noch nicht im Ansatz gelevelt, war nicht geheilt, also es war wirklich, da waren meine Werte einfach nichts. So, vor allem Sora, Luxtra und... Oh, andere Musik als letztes Mal. So, und dieses Mal bin ich auf eurem Level. Oh, es hat doch noch einer Techlausen-Team. Ich dachte, das hätte keiner mehr. Dieses Mal werde ich hier nicht so leicht verlieren. Im Gegenteil. Ich werde hier das ganz einfach machen. One Hit! Hydrop! Ach nein! Ist das jetzt nochmal das ganze Team der Virus-Edition? Oder was? Ich dachte, das wäre jetzt einfach 6-mal Kanimani! Also das ganze Team kann es nicht sein, das sind mehr als 6 Pokémon, aber... Ich dachte, das wäre nur Kanimani! Oh, damit hatte ich wohl sehr Unrecht. Bloß warte, dann ist das hier Kopie. Ich muss aber nicht alle drei besiegen, oder? Also diesen Kampf dreimal machen. Aber komm, hier, nochmal das richtige Battle. Floing. Es gibt hier... Komm. Ich will irgendeine epische Ansprache halten. Aber hier, machen wir einfach diesen letzten Story-Kampf, den es in diesem Spiel geben wird. Jetzt beenden wir ihn. Jedenfalls, wenn es nicht wirklich, wenn ich nicht wirklich gegen alle drei kämpfen muss. Es war vielleicht ein bisschen dumm, mit Günther drin zu bleiben. Nein! Ganz unlucky. Ganz, ganz unlucky. Aber das, denke ich, tankt Günther schon noch ordentlich weg. Ja. So. Vulpix. Kann in meinem Team schon nix, wird beim Gegner auch nix können. Günther kann hier gut sweepen gerade. Günther und Schmünter als Green Team. Okay, ich weiß nicht, ob das Shinyx, das ich gerade habe. Nee, das ist eher nicht Schmünter, sondern der andere Günther. So, fehlt noch eins? Ich glaube eins noch, ne? Ja, Latias. Aber auch das kann ich mit Impagator hoffentlich besiegen. Typenspiegel. Ah. Aber ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ich meine, mein Knirscher trifft jetzt zwar nur noch neutral. Aber erstens hier Defense runter. Und, nochmal bringt das nichts. Außerdem, ich habe Luxtra, ein Gekabor und ein Chelterra im Team. Will man da wirklich einen Water-Type haben? Ich weiß ja nicht. Aber die Knirscher haben auch schon genug geballert und beenden diesen Kampf.
den vielleicht letzten der Story von Pokémon Günther. Okay, ich hab verloren, uff. Und ich kann mir die dunkle Materiekarte holen. Ich muss alle drei besiegen. Bevor wir aber das machen, muss ich mal ganz kurz. Habe ich mich irgendwie verguckt? Ich dachte, ich hätte 12.000. Ich habe über 100.000. Da kann ich mich ja richtig gönnen. Ich glaube, das reicht für alle. Allein schon, weil ich so oft verloren habe und da immer ziemlich viel abgeben musste, war ich mir eigentlich sehr sicher, dass ich es nicht schaffen würde, so viel Geld anzusammeln. Aber dann können wir anscheinend die Kartensammlung vervollständigen. Schön. Auch so eine Sache, die ich im Let's Play dachte, wäre cool zu machen, hab aber nicht damit gerechnet, dass es irgendwie hinhaut. Das Wetter gönnt sich. Okay, ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon reicht. Es wirkt auch, als wären Karten hinzugekommen. Sind es. Aber auf jeden Fall habe ich hier schon mal von den höchsten Karten einige. Ich meine nicht so, als könnte ich sie noch nutzen, aber... Natürlich ist jetzt auch die Frage, inwiefern das eine gute Entscheidung war und inwiefern ich nicht vielleicht eher... Warte. Ich habe gerade die Vermutung, dass hier jede Karte hinzugefügt wird von Pokémon, die man im Pokédex hat. Nein. Ich denke aber, das war's mit dem Kartenkaufen. Das Geld, das ich noch bekomme, nutze ich lieber für Items. Und dann wird's wohl Zeit für Runde 2. Ist das jetzt... ich hoffe aber, das ist jetzt nicht echt genau der... Wieder 2? Ist das jetzt nochmal der genau gleiche Kampf? Wenn ja, ich schneide jetzt und wenn was Neues kommt, schalte ich euch dazu. So, ging ziemlich schnell und dieses Mal sogar noch einfacher, weil dieser Sam mit seinem 1 HP nicht Samenbomben, sondern Risikotackle genutzt hat, mir damit weniger Damage gemacht hat und sich selber ausgeschaltet hat. Und Latias hat nur Heilopfer gespammt, was nicht funktioniert hat. Eigentlich bräuchte ich gar keinen Healer, aber... Sicherheit geht vor, ich denke mal, dass im dritten Kampf nochmal genau dasselbe passiert. Wobei ich auch sagen muss, das ist dann echt nicht so nötig. Weil wirklich dreimal der genau selbe Kampf... Oder auch nicht. Wow, du hast alle besiegt. Eigentlich nur 2, aber jetzt kann endlich diese Welt auch ohne Günther oder mir existieren. Oder der zweite sollte schon gar nicht bekämpft werden. Dennoch gibt es eine Sache, um die ich dich bitten muss. Hier in Silberdorf muss irgendwo ein Gegner aufgetaucht sein, der stärker ist als alles, was du hier kanntest. Da ist Nachtara da hinten. Diese Gegner sind meine negativen Gedanken. Besiegst du ihn, hast du das Spiel durchgespielt und mir geholfen, mich davon zu lösen.
Willst du nicht platzen? Jetzt ist es die Sicherheitskopie 1. Yay, yeah, ich schalte euch gleich nochmal dazu, wenn wir zum Secret Final Boss gehen. Leute! Veränderung! Chillast! Die Kopie 1 benutzt die Chillast. Ich glaube eigentlich, ich sollte doch gegen alle drei kämpfen, nur der hier hat irgendwie erst nachher ausgelöst und bei der dritten ist stattdessen die zweite nochmal getriggert worden. Aber auf jeden Fall ist hier Veränderung, Chillast. Vielleicht treffen wir hier noch auf Necrozma anstatt Latias oder so. Allgemein andere Pokémon. Vielleicht ist ja sogar Günther das Einzige, das gleich ist. Oh, Crit, jawohl! Also, ist auf jeden Fall anders. Okay, Floink ist gleich. Floink ist schon mal gleich. Ich lasse euch jetzt aber hier drin, falls noch was passiert. So, Floink, einer der einfachen Gegner. Kein Problem, das dürfte One-Hitten, wie immer. Ja. Mann, leider ist mein Keyboard-Kabel gerade kaputt und ich habe nur die Melodika da. Weil, auf dem Keyboard könnte ich Through the Sea of Time auf jeden Fall auch, zumindest teilweise. Auf dem Ding habe ich es noch nicht geübt. Es benutzt wieder Risikotackle, damit reicht der nächste Eiszahn. Ich mach mal kurz einen Cut und eat offscreen, während ich hoffe, dass was Neues passiert, wenn jetzt nicht gleich das nächste Pokémon neu ist. Vergesst's. Ich muss erstmal gucken, damit ich das hinkriege. Aber der Kampf ist auf jeden Fall anders. Ich glaube, der dritte sollte eben eigentlich auch nochmal anders sein, aber... Ein Pokémon müsste dann noch fehlen. Ist das dann vielleicht Latios oder Necrozma? Oh. Ja, oder so. Wir hatten Floink, dieser Sam. Günther, Chillast, Shiggy und jetzt fehlt nur noch Letia. Die letzte Kopie besiegen wir so. Die Sache ist die, wenn wir den Secret Final Boss besiegt bekommen, ich gehe dann von nicht sicher aus. Kann es auch sein, dass einfach das Spiel crasht oder so? Fragezeichen, man weiß selber nicht, was passiert, wenn man den besiegt. Weil er es halt einfach nicht hinbekommen hat. Also er wird irgendwas programmiert haben, aber ob das funktioniert, wie das wirklich klappt, kann er nicht testen, wenn er den Boss nicht besiegt kriegt, ne? Vielleicht schaffen wir es ja. Wir werden es jetzt nach einem kurzen Cut sehen. Und nochmal ein bisschen Geld. Ich hole mir noch von dem Geld ein paar Tränke. Wir sehen uns gleich. Ich garantiere nicht für Fehlerfreiheit. Da beginnt's schon. Thank you.
War vielleicht jetzt nicht perfekt, aber hey. Ja, kurzer Nachtrag. Das habe ich euch wahrscheinlich noch vor dem Secret Final Boss, den ich inzwischen bekämpft habe. Es ist jetzt später, aber anscheinend hat bei den Kopien was nicht ganz geklappt. Und ich habe zweimal die Nummer 2 und keinmal die 3 bekämpft. Wodurch auch eine Cutscene nicht ausgelöst wurde, die eigentlich kommen sollte. Deswegen. Okay, ich kann die dritte Kopie zwar nicht mehr bekämpfen, aber derjenige, der auftauchen sollte, ist trotzdem anscheinend da. Die Musik ist seltsam. Diese Welt wird untergehen, sollte ich von YouTube und überall verschwinden. Niemand wird sich je mehr an mich erinnern können. Diese Welt wird nicht mehr existieren. Jemand erfährt meinen richtigen Namen. Die YouTuber, die ich mal kannte, existieren nicht mehr oder existieren nur noch. Ich werde niemals Kontakt haben. Jemand findet heraus, wer ich wirklich bin, und dann wird's richtig unangenehm. Ich möchte Günther, Nagi, Bucky, Pixelmatch und all die anderen nicht vergessen. Doch es wird Zeit. Ich will nicht vergessen werden. Oder ich leg da. Oder wieder in eine Schublade gelegt werden, ohne dass ich je wieder erwähnt werde. Wenn es niemanden mehr gibt, der sich an mich erinnert, wird auch niemand zu Schaden kommen, oder? Ist eigentlich diese Welt, die ich jetzt erschaffen habe, eine gute Sache gewesen? Oder war es eine schlechte Idee, die ich bereuen sollte? Hat mir dieses Projekt Zeit für Projekte weggenommen, die ich besser investiert hätte können und vielleicht auch Geld damit hätte verdienen können, während ich mir hier nur durchs Ansehen etwas gewinnen kann, was ich sowieso wieder verliere? Warum habe ich das alles gemacht? Warum? Ich weiß die Antwort nicht. Aber das heißt nicht, dass ich aufgebe, sie zu finden. Und wenn ich sie dann habe, kann ich dann wiederkehren? Oder werde ich für immer in der unbekannten Ewigkeit verbleiben? Egal, lass uns kämpfen. Glaubst du, du entkommst nicht? Leute, ich glaube, das war nicht der Secret Final Boss. Oder? Jetzt ist die Frage, ob dieser Kampf schwerer ist. Er wirkt auf den ersten Blick tatsächlich leichter, weniger Pokémon. Und Nachtara-Fan sagte ja auch, er ist der schwerste Boss im Spiel. Oh, Abgesang, das ist super für mich! Weil dadurch tötet sich das Ding selber. Ich habe mich aber auch schon gewundert, von wegen all die negativen Gedanken, die der letzte Gegner sein sollen. Ich habe mich schon gefragt, warum ist das jetzt nach Tara-Fan? Ist es aber gar nicht. Ich werde euch das vermutlich trotzdem vor nach Tara-Fan schneiden. Aber die Situation ist gerade gut für mich. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass die Musik jetzt irgendwie, dass ich dafür Copyright-Probleme krieg. Aber in dem Projekt hatte ich irgendwie das ein, zwei Mal und das war dann auch nur, dass ich nicht monetarisieren kann und... Nein, er wechselt wirklich aus! Ich dachte nicht, dass er auswechselt. Oh Gott. Fragezeichen, schreibt mir nebenbei gerade auch was zur Musik. Okay, das macht trotz allem sehr guten Schaden. Komm, das kriegen wir down. So, wieder Ultra Gym. Wieder Abgesang.
Die Sache ist die, er wird dann vermutlich selber wieder versuchen auszuwechseln. Alter, mein RNG heute. Ich meine für euch, ihr wisst das noch nicht. Aber sagen wir so, nach Tarafan, der Kampf, hatte ich auch bisschen RNG. So, Ultra Gönn ist fast tot. Der Counter ist auf 2. Er nutzt noch einen Hyperstreifer, fehlt aber! Der Counter ist auf 1. Wir werden vermutlich beide auswechseln. Ich gehe Sora. Wenn er doch nicht auswechselt, doch tut er. Oh mein Gott! Es ist ein Shiggy, das heißt, ich habe sogar einen richtig guten Play damit. Nicht wechseln, es ist super für mich. Shiggy als letztes Pokémon hätte man sich auch denken können. Der Kampf ist leichter als gegen Nachtarafan, das ist eindeutig. Ja, Nachtarafan, Alter, ihr seht das gleich, aber der Kampf ist echt. Aber er ist nicht unmöglich, anders als Fragezeichen Man dachte. Ist das dein Ernst? Das Ding hat noch ein HP. Die Musik ballert aber schon. Und wir sind auf dem letzten HP vom letzten gegnerischen Pokémon. Diese Günther-Mutation auf seinem letzten HP. Und wir sind schneller. Das war's. Das war's. Der letzte Story-verpflichtende Boss im Spiel. Das ist unmöglich. Der letzte Story-verpflichtende Boss im Spiel. Du hast mich besiegt. Denkst du, das ändert irgendein Ding? Ich werde immer da sein wie ein Schatten. Du hast mich... Das hast du gerade schon gesagt. Das stimmt, aber ich weiß, dass es mir auch gute Sachen gebracht hat. Was meinst du? Nein, ich habe Erfahrung, die ich weise nutzen kann, um damit weiterzumachen. Das ist mir wichtig und ich werde es damit schaffen, etwas Neues draus zu machen. Ohne das hier hätte ich all diese Erfahrungen nie gekriegt und diese Erfahrung wird mir helfen, meine Ziele zu erreichen. All das, was ich hier erschaffen habe, war es absolut wert. Und ich bin mir sicher, diese Welt wird nicht so leicht vergessen werden. Oh nein, das wird sie nicht. Denn Günther, Pixelmatsch, Bucky und alle anderen werden diese Welt am Leben halten. Ja. Du meinst so wie deine Discord-Gilde. Nein, ich mein's so wie ich sage, diese Welt wird weiter existieren, egal was passiert. Ja, die Discord-Gilde war wirklich der Punkt. Es gab einfach es ist nichts wirklich dort passiert. Aber dieses Projekt, hier ist so viel passiert. Es ist auch verewigt auf YouTube. Es gibt so viele Erinnerungen, die ich damit verbinde. Ich bin stolz, dass ich dieser Welt erschaffen habe, mit allen zusammen, egal was sie sagt. Danke, endlich ist er weg. Vielen Dank, Bucky, Günther, Pixelmatch, alle. Ihr seid die Besten. Endlich kann ich hier in Frieden leben, ohne mir wirklich Sorgen zu machen, vergessen zu werden. Denn ich weiß, schöne Erinnerungen bleiben dort, wo es einem am wichtigsten ist. Nicht wahr, Chillast? Ja. Oh, du suchst die Credits? Die befinden sich jetzt links bei der Schule. Die Schule ist rechts. Du wirst dich sicher noch ein bisschen in Silberdorf umsehen. Doch, oder viel Spaß noch bei Vollriegel. Außerdem kriegst du Geld, falls du keins mehr hast. Naja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Und vielen Dank fürs Spielen. Ich hoffe, dasselbe. Und hier haben wir jetzt Musik. Die Credits sind, denke ich, sehr lang. Und... Komm. Die schneide ich euch nach den Secret Boss. So, falls sich jemand fragt, warum ich die Facecam so komisch hatte, während ich gespielt habe, Digga, spielt mal so ein Teil mit so einer Maske auf dem Schädel. So, und jetzt ist es soweit. Ich habe noch mal ein paar Hypertränke gekauft. Ich habe jetzt 16 Stück normalerweise. Ja,
Das sind die Sonderbonbons, die rumlagen, die übrigen Top-Beleber. So, noch einmal zur Sicherheit saven. Und dieses Nachtara da vor mir ist der schwerste Gegner im gesamten Spiel. Der letzte Gegner. Mein Name ist Nachtara von Shining Advances. Möchtest du eventuell gegen mich kämpfen? Achtung, ich bin der schwerste Boss im Spiel. Ab geht's. Keine Sorge, diesmal cheate ich nicht. Ist das der, Feuergrün-Entwickler? Ich glaube schon. Der in der Liga von Feuergrün dann sein Nachtara auf Level 150 oder so gebracht hat? Oh meine Fresse. Wenn er damit schon leadet, dann haben wir ein dickes Problem. Das Ding alleine kann mich auseinandernehmen. Und das sind 6 Pokémon bei ihm. Gebt euch das. Ich bin daran fast gestorben. Das haben so wenig gemacht. Oh Gott, er ist paralysiert. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Und ich outspeede jetzt. Er muss rechargen. Wenn wir jetzt, wenn er jetzt verfehlt, wäre das natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Das meinte ich mit verfehlt. Ich kann hier nicht reden. Okay, okay, das ist wichtig. Ich glaube, ich hätte Donnerblitz machen sollen. Das macht mehr Schaden. Aber Knirscher kann halt flinchen. Urteilskraft! Jesus! Aber die Sache ist die, wir haben die Top-Beleber. Die können uns ja auf jeden Fall gut helfen. Ah, ich würde den jetzt schon gerne outspeeden. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das schafft keiner. Sora ist der schnellste, wie erwartet. Wenn irgendjemand das Ding da outspeedet, dann er. Aber andererseits ist die Sache, wenn das jetzt wirklich schon das stärkste gegnerische Pokémon ist, dann sieht's nicht schlecht aus. Er lebt noch, aber darf nicht angreifen. Jawohl. Okay. Wir haben den ersten Gegner besiegt. Es ist ausgeglichen. Beide haben genau ein Pokémon verloren. Die dunkle Macht. Die dunkle Macht. Das Moveset von ihr müsste dasselbe sein wie von Sora. Gibt es irgendein Pokémon? Alle. Alle, die ich dabei habe, werden davon stark getroffen. Ich glaube es nicht, dass ich das sage. Aber die größte Hoffnung jetzt liegt auf Vulpix. Die Hoffnung ist, dass es irgendwie eine Runde überlebt und einen Konfusstrahl rausbekommt. Da. Es ist nicht dasselbe Moveset wie Sora. Heißt nicht, dass das Vulpix nicht one-hittet. Es müsste überleben, das wäre sehr wichtig, aber wird es nicht. Dieses Vulpix bringt nichts. Die dunkle Macht hat, glaube ich, Geist-Unlicht-Typ, wodurch sie nicht sehr effektiv getroffen werden kann. Der Erdbeben, den sie gerade genutzt hat, würde gegen keinen hier so stark ausfallen. Aber gegen die beiden Besiegten. Dieser Kampf, ich merke schon, warum der so schwer ist. Ich darf eigentlich gar nicht auf Blättersturm gehen. Es hat Flammenwurf, das Viech. Das kann sehr sicher jedes Pokémon, das ich dabei habe, sehr effektiv treffen, die dunkle Macht. Ey, aber nicht One-Hit, ne?
Ich sehe ehrlich gesagt gerade sehr schwarz. Und damit meine ich nicht die Farbe der dunklen Macht. Okay, Hyperstrahl ist zumindest in einer Form gut. Denn jetzt habe ich eine Runde Zeit. Die dunkle Macht wird noch Donnerblitz haben. Das heißt, auch Günther und Fragezeichen, man, werden sehr schnell draufgehen. Aber Chelterra konnte nicht geone-shottet werden. Es ist zwar eklig, aber theoretisch kann ich jetzt die ganze Zeit Chelterra wiederbeleben, einen Blättersturm raushauen, es stirbt, ich belebe es wieder, dadurch sind die Werte wieder normal und wir können daraus einen endlosen Kreis machen. Jedenfalls, wenn andererseits muss dafür halt auch immer eins meiner Pokémon leben. Ganz eine dicke Hydropumpe. Nur Erdbeben. Hat sie vielleicht doch nichts gegen Wasser? Ich meine, Erdbeben ist stark genug, aber... Nein! Schattenstoß ist nicht strong. Der tötet auf keinen Fall. Komm, mach dir Schaden. Ist das ein Joke? Hyperstrahl, wieder eine Runde aussetzen. Das lebt aber nicht, das klappt so nicht. Aber ich habe wieder eine Runde angreifen. Ich müsste hoffen. Ich gehe auf Sora in der Hoffnung, da ich jetzt hier gratis Donnerschock oder Aquawelle nutzen kann. Und damit eine Verwirrung oder Paralyse auszulösen. Der Schaden ist unfassbar gering und es ist leider nicht. Oh, direkt noch ein Hyperstrahl, kein Flammenwurf. Ich glaube, das ist ziemlich gut für mich. Ich bezweifle stark, dass Sora von dem... Ja, nicht mal die Hälfte. Ein Flammenwurf würde vermutlich trotzdem reichen. Jetzt habe ich noch eine Runde. Ich muss diese Verwirrung bekommen. Da ist sie! Das ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich will die Zeit nutzen, während die dunkle Macht verwirrt ist und im Notfall stirbt Sora dafür. Aber ich will die Zeit nutzen, um andere Teammitglieder wieder zu holen. Und wenn die dunkle Macht sich jetzt selber trifft, ist das so gut! Ja! Ich bin gerade ein bisschen am Pop-Open. Das ist nicht mein Wort, aber ich scheiß drauf. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Ich kann auch Luxtra wiederholen. Wirpix hole ich nicht wieder. Und damit ist mein Team wieder fast voll auf den Beinen. Ja! Okay, ich hab grad richtig Luck. Komm, wenn's jetzt nochmal ist. Ja! Als ob! Es war klar. Es war klar, dass als nächstes die dunkle Materie kommt. Oh mein Gott, war das gerade lucky! Jetzt, wenn ich jetzt eine Paralyse rausbekommen könnte. Ja, Alter, mein RNG! Ich hab so ein Glück! Ich hab so ein Glück! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es kann nicht sein! Okay, sie trifft.
trotzdem, Sora, so RNG Carry. Ist zwar jetzt raus, aber ich kann ihn ja auch später wiederbeleben. Das war so ein guter Auftritt, das hat so viel gebracht. Das war so glücklich für mich. Oh mein Gott, ja. Die Situation ist nicht schlecht. Wieder Günther, der hat ganz gut mithalten können. Die dunkle Materie wird wohl dasselbe Moveset haben, wie die dunkle Macht. Ich gehe auf die sicherste Option, Siedewasser. Und outspeede damit im Moment. Ja, der Schaden... Oh, Crit. Und wieder! Oh mein Gott! Digga, es kann nicht sein, dass ich so durchlacke. Mein RNG ist gerade so hoch wie noch nie. Ich hatte noch nie so viel Glück. Ich hatte noch nie so viel Glück! Schattenstoß, schön, mach nur. Das macht nicht viel. Ich hatte noch nie so viel Glück in einem Videospiel. Wieder Schattenstoß, es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht, die dunkle Materie ist auch raus. Okay. Ich glaube... Das war, glaube ich, Water Type mit den Attacken, die auch Sora kann. Und dürfte damit keine Elektrotypen abdecken. Es wäre auch schön, wenn ich wieder eine Runde finden würde. Oder ist der ein Wassertyp? Kritisch. Ich habe gerade auch an anderen gedacht. Ich glaube, das ist ja kein Water-Type, wie ich dachte. Er crittet. Aber das, ich sehe das trotz allem als gutes Zeichen. Erstens sinken seine Werte. Doch, es ist ein Wassertyp. Außerdem ist die Attacke damit deutlich schwächer, als ich dachte, wenn ein Crit mir gerade mal die Hälfte zieht. Und ich one-hitte. Ich critte. Das kann nicht sein. Degumi, hatten wir den überhaupt? Ah ja, das dunkle Macht, Günther. Eurasphäre, ich denke, das wird leider reichen. Nein! Luxtra, unfassbar guter Job auch. Es läuft so gut, mein RNG ist on point. Ich lacke mich durch den Kampf. Es läuft alles so unfassbar nice. Sora kommt zurück. Nein, es boostet sich. Das ist scheiße. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm für mich. Er wechselt. Das ist perfekt für mich. Damit hat er eine Runde verschwendet zum Boosten und diesen Boost dann komplett verschwendet und mir einen Free-Hit auf Nachtara gegeben. Und weil ich schneller bin, noch gleich einen zweiten. Nachtara ist halb tot. Alter, ich kann das hier schaffen. Sora wird vermutlich outspeeden. Ich kann das hier holen. Ja, outspeedet. Jawohl, das macht so viel, wie ich gehofft habe, sodass zweimal reicht. Das macht nicht so viel, ne? Ja. Alter, wir stehen kurz vorm Sieg. Wir stehen kurz vorm Sieg. Ist das das Letzte? Ich kann mir vorstellen, dass... Ich habe nicht mitgezählt, wie immer, ich bin ich. Aber ist das vielleicht das letzte gegnerische Pokémon? Sora outspeedet sogar! Ein Crit! Mein RNG, ich critte so viel!
Jetzt boostet es sich wieder. Wenn ich es jetzt paralysiere. Nein. Was ist das für ein Angriff? Du triffst nicht! Kann das Ding überhaupt sinnvoll angreifen? Ich glaube nur mit Aurasphäre. Alter, wir haben es fast. Wir haben fast gewonnen. Überlebt Sora das? Ja, tut er. Ich hätte vielleicht auf Flammenwurf gehen sollen. Ja, Flammenwurf hätte getötet. Aber letzter HP. Das Ding wird wohl kaum das ganze Team hier sweepen können. Nur Aurasphäre als Angriff. Drei meiner Pokémon stehen noch. Wenn ich merke, es wird zu knapp, kann ich auch einfach Luxtra wiederbeleben. Oder Sora, weil die beide outspeeden. Komm, du überlebst eine, du überlebst eine. Los, Günther. Los, Günther. Nein, nein, nein. Nein, er crittet. Er crittet, nein. Jetzt nicht übermütig werden. Nicht übermütig werden. Ist nur mal sicher. Fragezeichen meines Schwimmer! Das ist sehr effektiv! Das war's! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Erster Versuch! Ich kann nicht behaupten, dass es nicht unter anderem an meinem unfassbar krassen RNG lag. Ich habe mich so durchgelackt. Die Verwirrung, die Paralysen, dreimal Treffer, Crits, alles. Das ganze Spiel wollte, dass ich diesen letzten Kampf für mich entscheide. Wie nur? Das ist die Frage. Passiert jetzt überhaupt etwas? Oder ist es einfach vorbei? Mann, bist du gut. Ja. Wenn ich mit Fragezeichen dann rede. Los, probier's schon aus, ich weiß, du schaffst das. Ja, das habe ich. Und damit ist das Spiel offiziell beendet. Wir haben Pokémon Günther, der YouTuber-Story, durchgespielt. Den letzten, schwersten Secret Final Boss besiegt. Und dabei wirklich, Alter, das war so ein krasses Battle. Und hier endet es. Zumindest dieser Teil. Wir werden noch eine letzte Folge mit den ganzen Geschichten aus Silberdorf machen. Aber das Hauptprojekt ist an dieser Stelle zu Ende. Und auch die Ära von Fragezeichen Man. Wenn euch alles gefallen hat, was geschehen ist, unterstützt mich gerne mit einem Like. Wenn ihr zukünftige Projekte nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Hoffentlich auch wir, Fragezeichen Man. Bis irgendwann. Sorry. Auf jeden Fall wollte ich auch noch ausrichtigen jetzt. In dieser Pokémon-Welt und alle Menschen Pokémon leben friedlich miteinander. Danke, Günther, dass du das ermöglicht hast. Die Pokémon. Aber erst ziehen wir in die Ruhmeshalle ein. Luxtra! Also, Sora. Wir sagen es so. Pixelmatch. Günther. Der echte Günther. Lord Ecke, Fragezeichen Man. Und Chillast. In der Ruhmeshalle. League Champion.
Oha. Pokémon Günther, The Broken Story, Gast-YouTuber. Dieses Mal sind's ja richtige krasse große Credits. Das überrascht mich gerade. Ich hab eigentlich gedacht, wir haben jetzt wieder so eine lange Szene, wo wir verschiedene Pokémon rumstehen sehen. Aber hier seht ihr alle, die irgendwie an diesem Spiel beteiligt waren. An RPG Maker, an Pokémon Essentials, an einfach allem. Und für mich ist es wohl Zeit für ein paar letzte Worte. Das ging doch ein bisschen schneller als erwartet. Dann gehen wir noch kurz wieder nach Silberdorf. Ja, was gibt es noch groß zu sagen? Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel. Auch der DLC, der jetzt noch gekommen ist. Alles, was nach der letzten kurzen Bewertung gekommen ist, war saugeil. Dieser Secret Final Boss, oh, der war richtig nice. Nicht unbesiegbar. Es war einfach ein Erlebnis. Danke, Fragezeichen Man, dass du dieses Abenteuer ermöglicht hast. Für alles, was du getan hast. Irgendwann sieht man sich hoffentlich wieder. Vielleicht ja in der Bonusfolge dieses Projektes. Doch mit der Geschichte ist es hiermit vorbei. Bis irgendwann.